wie ich fahre. So, geh schön. Alter, 1800, genau das meinte ich, ey. Das ist so krank. Interessantes Heim. Ach, das ist, glaube ich, das Haus aus purem Gold von dem... War das von dem Penner? Ich glaube schon, ja. Also von dem ehemaligen Obdachlosen, der dann, ja, der letztendlich der Erfinder von Itchy und Scratchy war. Und Itchy und Scratchy ist halt eine Serie, die die Kinder hier in dieser Simpsons-Welt total lieben. So ein bisschen Tom und Jerry, nur in extrem brutal. Ich erkläre es mal nur für die Leute, die es halt vielleicht mit Simpsons gar keinen Kontakt haben. Es gibt solche Menschen, ja. Eigentlich für meine Generation unbegreiflich. Ich habe mich letztens mit einer Arbeitskollegin unterhalten. Und die hat dann einfach gesagt, okay, meine Kinder, also die dann halt also schon ein paar Jahre jünger sind als ich, ne? Also wo es dann so im Baujahr, weiß ich nicht, 95, 96 geht oder sowas. Die durften einfach keinen Simpsons gucken. Ne? Und die kennen das dann auch entsprechend nicht. Für mich gehörte das einfach wirklich einfach dazu. Das war einfach Bestandteil meiner Jugend. Und zwar auch kein unerheblicher. Weil South Park hat, glaube ich, sogar noch ein bisschen mehr Bedeutung für mich gehabt damals. Das Simpsons gehörte eigentlich schon meinem Bruder, so gesehen. Ich brauche noch ein bisschen Müll. Ich wollte den World Rage Bonus unbedingt haben. Das sind 1000 Punkte einfach mal so, ne? So, und die andere Bewertung gibt es dann ja auch nicht. Hallo, Marge. Rancho Relaxo. Okay. Das ist aber auch geil, ne? Dass der Grandpa sie einfach fährt. In dem Alter. Der ist ja gefühlt schon 300. Was aber auch interessant ist, im Endeffekt, das muss man sich dann ja auch mal vorstellen. Wie lange gibt es die Simpsons jetzt? Baujahr 89, ne? Ich glaube, 89 war die erste Staffel, das sind jetzt 32 Jahre. Ja, und die Kinder werden halt nie älter. Und allein schon von der Anzahl der Folgen, wenn man jetzt mal annehmen würde, ne? Dass jede Folge vielleicht nur einen Tag darstellt und dass es da sonst keine weitere Verschiebung gibt, müssen die Kinder trotzdem jetzt schon natürlich deutlich älter sein. Weiß ich, im Schnitt hat so eine Staffel wahrscheinlich, keine Ahnung, so um die 20 Folgen, ne? Aber 30 dann 600 Folgen. Dann werden sie auf jeden Fall zumindest schon mal ein bis zwei Jahre älter. Wie gesagt, vorausgesetzt von der Theorie, dass jede Folge einen Tag darstellen würde. Wobei da aber in der Zeit dann auch schon, weiß ich nicht, ungefähr mindestens 25 Mal Weihnachten gefeiert wurde und Halloween und so. Also deswegen da gewisse Logik natürlich in Frage gestellt werden könnten. Was? Ey, leck mich am Arsch. Echt, leck mich am Arsch. Das ist so unfair, echt. Das ist mega unfair, finde ich. Aber ich war eigentlich, also ich fand, ich war schnell. Also zumindest war ich jetzt nicht langsam. Ja. Dieser Kack-Dings steht da immer noch so wie bescheuert. Ja, hier waren wir doch schon mal, ne? Ich habe keine Ahnung, wo ich hier hin muss. Ich bin hier einfach in irgendeine Richtung gesprungen und habe gehofft, dass es die richtige ist. War es leider nicht. Okay, gehen wir mal hier hoch, aber ich glaube nicht, dass es jetzt noch irgendwas bringt. Ach komm, geh mir auf die Pisse, ey. Wenn man jetzt mal bedenkt, dass der erste Besucher, den ich ab... oder der erste Passagier, den ich abgesetzt habe, mir schon fast 2000 gegeben hat, ne? Und ich bin jetzt bei 7,5. Das ist echt traurig, dass ich den Kack-Bordstein nicht mal zu hochkomme. Seht ihr das? Skandal ist das. Unglaublich. Egal. Gut, dann geht's jetzt mit... Oh, ist jetzt Krusty wieder dran? Ja, ich habe schon zwei Charaktere freigeschaltet. Ich weiß es nicht. Wer kommt denn jetzt? Nein, Willy. Oh Gott, mit Willy durchs Atomkraftwerk. Oh, und der ist so breit und hier gibt es so viele enge Stellen. Eieiei, das kann auf jeden Fall... Das ist eine interessante Kombination. Ja, guck, jetzt komme ich mit 7000 niemals mehr in die Highscores. Ja, komm. Lächerlich, lächerlich. So, aber immerhin haben wir schon fast alle Level freigeschaltet. Okay, das haben wir schon 1000 Mal gehört. Man kann es niemals wegdrucken. Das ist ja ein Skandal. So. Gut, genau, mit Willy im Atomkraftwerk. Oh, Springfield Mountains ist, glaube ich, echt nicht gut. Ich weiß noch nicht so genau. Eieieiei. Naja, schauen wir erstmal, wie wir jetzt mit Willy klarkommen. Ob wir das überhaupt schaffen, mit, dass wir nochmal einen weiteren Bonus freischalten. Wie viel brauchten wir jetzt noch? 16.000? Ein paar zerquetschte.
Weil ich habe jetzt ja die 8000 gerade nicht erreicht, wie ihr gesehen habt. Knapp drunter war ich ja, glaube ich. Ich brauche nicht ganz 8000, aber ist ja egal. Komm, Willi! Miss Krabappel! Ab zum Haupttor! Einfach Luftlinie, komm. Scheiß drauf. So gut ist, er hat wenigstens gute Bremsen, ne? Aber ich muss auch die kleinen Vorzüge genießen. Weil die Bremsen waren jetzt aber gerade auch nicht so gut. Ehrlicherweise sagen. Da schon wieder an der unsichtbaren Wand abgeprallt. Naja, das war ein bisschen. Ja, der ist halt natürlich lahm, ne? Die Kurve schon wieder. Oh, ey, boah, kannst du mal aufhören? Ja, natürlich für kaputte Sachen. Okay, auf dem Weg 3 Stück kaputt machen. Könnte ich natürlich hinbekommen. Habe ich natürlich nicht geschafft, weil hier auf dem Weg einfach nichts ist. Ach, was ist schon wieder so nah dran? Ey, was? Was ist denn? Die haben sich alle verlaufen? Und suchen einfach jemanden mit einem Navigationssystem? Ja, ich schaff's nicht mal. Das ist echt so erbärmlich. Ja. Diese $50 da immer, das ist echt... Komm, lass mich ein bisschen fahren, bitte. Oh, sogar irgendwas, was mal 20 Sekunden entfernt ist, ist aber nett. Dankeschön. So, und hier könnte ich jetzt vielleicht mal so den Rotrad mal ausleben, ne? Nicht da hinten, ey. Ja, ich komme aber auch nicht mehr aufs Schnell. Na, das ist einfach ein großes Problem. Genau, kaputte Objekte gibt einen Bonus, 12 Stück. Nein. Kriege ich nicht hin. Oh Gott, jetzt fahr da rum, Herr Gott, nochmal. Jetzt lenk doch mal da, wie du... Ich krieg zu viel, Alter. Der lenkt einfach nicht, sondern der fährt einfach in den Rhein, wie als würde ich auf einer Schiene stehen und bewegt sich keinen verfickten Millimeter. Da kriege ich echt... Oh, jetzt bin ich schon wieder hier wieder eingezäunt, ich krieg's nicht hin. Okay, ich schalte heute offensichtlich keinen Bonus mehr frei und ich nehme meinen Kommentar zurück, dass das Atomkraftwerk eigentlich eine coole Map ist. Dieses Atomkraftwerk ist richtig scheiße, ich hasse es. Abgrundtief. Gibt kaum was Schlimmeres. Schlimmer als Hitler. Oh, ich habe mal einen schnellen Bonus bekommen. Guck dir das mal an. Ich habe übrigens schon 3.500 Punkte. Okay, das ist aber auch die Kombination mit Willy. Weil Willy ist echt scheiße. Der ist nicht gut. Oh Gott, viel zu viele nahe Ziele spielen. Ernsthaft, viel zu viele nahe Ziele. Die Maps sind ja wirklich nicht klein. Ah, Leftorium. Das ist der Laden von Netflenders, stimmt. Der auf Linkshänder spezialisiert ist. Wo man halt jeden Kram von Linkshänder halt bekommt. Ja, ist mir egal. Nein! Ich krieg's noch hin. Boah. Das war jetzt wichtig für die Moral. Nein. Ich habe ein Absperrventil. Das Absperrventil war, glaube ich, auch in der Folge, als der Huma beabsichtigt hat, okay, ne, zu dick oder ja, zu behindert sein, um zur Arbeit gehen zu müssen. Um halt von zu Hause aus arbeiten zu können. Dass wir da gewisse Voraussetzungen erfüllen mussten und eine Voraussetzung ist halt ein massives Übergewicht. Und ja, dafür hat er dann gesorgt, ne, und konnte dann letztendlich mit seinem massiven Übergewicht leck mich doch am Arsch. Okay, das war's. ja, Springfield retten. Von der Kernschmelze war es, glaube ich. Und das Ventil hat auch was damit zu tun gehabt. Okay. Vielleicht bleiben wir doch bei Evergreen Terrace und, ne, dem Vergnügungsviertel. Boah, Alter, war das schlecht. Das war so schlecht. Oh Gott. Oh Gott. Also, gerade schon die 8000 nicht bekommen, hier noch viel, viel weniger hinbekommen. Richtig erbärmlich. Also gerade bei dem Versuch, bei dem Durchlauf gerade, hat auch wirklich nichts gestimmt. Der Fahrer war scheiße, die Strecke, also die Streckenführung war scheiße, aber nur aufgrund der Tatsache, weil die Ziele alle viel zu nah beieinander waren und ich bin auch noch scheiße gefahren. Also boah, da war wirklich alles so... Pff.
War schon gut jetzt der Versuch. Das war, glaube ich, bisher das Schlechteste vom ganzen Let's Play. Weil es noch nicht allzu lang ist, muss man auch dazu sagen. So, gut. Dann letzte Runde mit Le Cruisier de Clown. Unsere Premiere in der City. Ah, wie schlecht das war. Wie schlecht das war. Egal. Egal, Karl. Das heißt, 11.000 Punkte müssten wir bekommen, um jetzt den nächsten Bonus freizuschalten. Ja, okay, ich kenne die Strecke jetzt hier halt noch gar nicht, ne? Also den Bereich. City ist dann also offensichtlich sehr viel Straßenverkehr. Aber ein geordnetes Straßensystem könnte ich mir vorstellen. Vielleicht Baustellen, die man durchfahren kann. Abkürzungspotenzial, weiß ich nicht. Another day, another set of irradiated passengers. Excellent. So. Hallo, Barney. In die Kathedrale. Die Kathedrale, ist das die von den Einwohnern? Hieß das so? Ich weiß es nicht. Was sind denn da mit den Straßenschildern los? So, komm. Ups. Und stopp. Hammertan. Ja, guck mal. Das ist doch mal nice. Schön $1400 nochmal. Die Schnüss. Alter. Da geht ja schon wieder gut los, ne? Ja, das ist doch lächerlich. Ohne Scheiß, was erwartest du von mir? Ah, lala. Das ist doch nicht zu glauben. Das ist doch nicht zu glauben. Wo ist er? Wo genau jetzt? Da. Bingo! Hör, wollt ihr bis 1000? Ach, ich hab genug Sachen zerstört. Okay, jetzt war keine Absicht. Ja, geil. Ich wollte nämlich eigentlich nur, Hauptsache, möglichst schnell erstmal ankommen. Das war zu mein Ziel erstmal. Wow. Ist ein Loch. Hey, hier ein kleiner Highway. So, schnell. Ich weiß nicht, was daran schnell war, aber war schneller als bei anderen. Schöne Telefonzelle. Veteran. Boah, Alter. Was will der Apu bei den Veteranen? Ja, der will wieder weg hier. Ist in Ordnung. Observatorium. Kein Verkehr, okay. Wow. Stopp. So, ha, Sicherheitsbonus. Denn Sicherheit ist mein Leben. Ach, Clown College will er hin, oder was? Hab ich jetzt gerade gar nicht drauf geachtet. Ja, die wird nämlich, ich glaube, die Folge hieß sogar Humi der Clown. Ach, guck mal. So. Das war auch extrem nah dran, die ganzen Bereiche, aber irgendwie klappt das hier ganz gut bisher. Vielleicht erreichen wir sogar die 11.000 Punkte. Die Hälfte hätten wir jetzt gleich schon mal. Schon mal oder erst. Könnt ihr euch aussuchen. Auch keine Straßenführung. Ich bin die Straße. Ich bin das Gesetz. So. Aber gerade sagen, der war doch eigentlich sogar ziemlich gut, oder? Hi, Krabappel. Blackbox Bar. Hau, hau. Also, ich gucke, wir werfen nur so einen kleinen Blick nochmal auf die Minimap. Okay, ja, jetzt habe ich eh verkackt. Jetzt kann ich auch fahren wie eine besenkte Sau. Also, eigentlich so wie immer. Auch wenn ich vorsichtig fahre. In Anführungsstrichen. So, 4000 bräuchten wir noch. Wäre natürlich schön. Ein schöner Abschluss, wenn wir jetzt nochmal einen Bonus bekämen. Jetzt hängt mir diese scheiß Laterne auch noch in den Radkasten fest. Ja, nee, schaffen wir nicht. Mal ein bisschen Zeit irgendwie nochmal zusammenklauen, aber nee. Das wird nichts. Ja, doch, ein bisschen. Haben wir noch geschafft. Als Mitleidsbonus. Mitleids $25. Hey, hey!
Wie soll ich so Zeit gut machen? Wie soll ich so... Das war schnell. Warum war das schnell? Ich habe ein Auto vor mir gehabt. Also wirklich quasi vor mir. Polizeirevier. Natürlich, weite Strecke und jetzt kommt dieser Verkehrskart. Ne? Ist klar. Hätte ich vorher gebrochen können. So, schön auf dem Highway. Ich will meine Abfahrt nicht verpassen. Ich habe meine Abfahrt verpasst offensichtlich. Wow. Ach, scheiße. Ach, Mann, das ist so eine Kackauffahrt. Jetzt wollte ich cool sein und eigentlich eine Abkürzung finden, aber nee, das hat nicht so gut funktioniert. Ich will ja meinen Verkehrsbonus haben. Ja. Nein, Game Over. Scheiße. Ach, nee, aber City ist eigentlich ganz cool, aber das war hier halt alles wieder so nah beieinander, ne? Ja, hat leider nicht ganz gereicht für einen Bonus, aber auch einfach, weil die letzten drei Versuche echt alle nicht sehr gut waren. Aber gut, man kann halt nicht alles haben. Oh, ich streck mich gerade nur einmal richtig feste. Hey, hey, your rating is insane. Insane. Insane in the brain. So, ach da, immerhin haben wir mal wieder eine Highscore erfüllt. Was schon echt traurig ist. Ah, gut. Ja, schade, hat nicht ganz gereicht, wie gesagt, ne? Gut, ja, dann würde ich sagen, hören wir hier auf. Was müssen wir überhaupt noch freischalten? 10 Fahrzeuge und einen neuen Ort. Ja, also den letzten Ort und den zu freizustellen ist, glaube ich, nicht das große Problem. Ich bin nur mal gespannt, wie viele Punkte wir dann immer noch holen werden müssen. Beim Endeffekt, was haben wir jetzt freigeschaltet? Können wir mal gucken mit unserem Geld, ne? Wir haben bisher 2 Charaktere freigeschaltet und 4 Level? Ich weiß es nicht genau, ne? Wir müssen jetzt quasi nochmal das Doppelte von dem, was wir jetzt freigeschaltet haben, nochmal neu freischalten. Und dann haben wir es eigentlich geschafft. Nur, das ist jetzt natürlich jetzt nicht linear, sondern wir brauchen jetzt momentan, ich sag mal, von Stufe zu Stufe 25.000 Dollar. Ich kann mir vorstellen, dass es bis zum Ende hin dann nochmal vielleicht auf 50.000 oder so aufsteigt. Wenn es die ganze Zeit 25.000 Dollar sind, ist das gut. Wenn nicht, dann muss man was einfallen lassen, weil ich möchte euch jetzt hier nicht so repetitiv immer alles die ganze Zeit zeigen wollen müssen. Okay, müssen ist es ja nicht, ne, aber... Gut, ich sag mal, für ein Eindruck des Spiels reicht es auf jeden Fall erstmal. Gut, ja, das war's, wie gesagt, auf jeden Fall erstmal für heute. Ich überlege mal ernsthaft, wie ich das machen soll, weil euch jetzt die ganze Zeit hier mitzunehmen, ob ich euch dann einfach, ob ich vieles offscreen machen soll, ob ich euch dann einfach nur die einzelnen Fahrer nochmal zeigen soll, und die Level, das weiß ich jetzt noch nicht so genau. Also die nächste Aufnahme wird auf jeden Fall nochmal ganz normal sein, die wird genauso sein wie das, was ich jetzt gemacht habe. Nur dann werden wir, ja, denke ich mal, vielleicht hier bis Mo freigeschaltet haben, ne, wenn es gut läuft, oder vielleicht bis Otto. Aber da fehlen dann ja immer noch ein paar. Ob ich die dann noch offscreen hole oder mit euch zusammen, das überlege ich mir noch, ne? Weil das Spiel macht auf jeden Fall Bock. Also es, zum Spiel ist das echt cool. Macht Spaß. Gut, jetzt habe ich 1,5 Stunden aufgenommen, das reicht dann aber auch wieder. Erstmal, weil jetzt so 5 Stunden am Stück kann man es natürlich auch spielen, aber da verliert einem, oder ich glaube, da vergeht einem der Spaß. Aber so eine Stunde, 90 Minuten, dann mal wieder 1-2 Tage Pause und dann wieder einlegen, dafür ist ja echt genau das richtige Spiel. Gut, ja, wie gesagt, wie es dann jetzt weitergeht, das überlege ich mir noch. Wie gesagt, die nächste Aufnahme wird dann auch erstmal eine ganz normale werden. Und ja, mal sehen, was da noch übrig bleibt. Ne? Vielleicht ist es auch gar nicht so schlimm, wie ich das denke. Gut, ja, euch auf jeden Fall erstmal einen schönen Tag, schönen Abend, schönen was auch immer. Und ja, bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.